So, ich bedanke mich erstmal für die Zuhörer, die bis jetzt den Ausführungen gefolgt sind. Wir wissen, dass der U-Boot-Kommandant, der damals die Lusitania versenkt hat, die verhängnisvollen Ereignisse in die Wege geleitet hat, nach dem damals geltenden Seekriegsrecht gehandelt hat. Das heißt, ein Schiff, ein ziviles Schiff, was heimlich bewaffnet wird, gilt als Kriegsschiff. Man hat also auf die Lusitania arglose Amerikaner gelockt, die angeblich eine besondere Überfahrt nach Europa geplant hatten. Man hat dieses Schiff mit Sprengstoff und mit Waffen beladen, damit mit dem ersten Treffer des sehr wahrscheinlich eintreffenden Torpedos in der Sperrzone das Schiff so ein großes Loch erhält, dass niemand dort gerettet werden kann. Und wenn Amerikaner wegen diesem heimtückischen Angriff, in den auch Churchill verwickelt war, zu Tode kommen, kann man verstehen, dass die USA als Hauptsiegermacht hier tätig werden wollen. Man kann davon ausgehen, dass Trump deswegen in den öffentlichen Medien so zerrissen wird, weil er vorhat, die Rechtsfähigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika zu unterscheiden von den United States wiederherstellen will. Er hat dazu das State Department entlassen von New York, was eine Schattenregierung darstellt, die von den einflussreichen Eliten gesteuert wird. Trumps Absicht ist, sich mit Putin so weit auszusöhnen, dass eine Grenzprovokation in den Außengrenzen der ehemaligen Sowjetunion nicht zustande kommt. Und er hat versucht, die Kriegsbestrebungen, um die Ukraine als Spaltpilz zwischen der Sowjetunion und der europäischen Gemeinschaft zu benutzen, beendet werden. Wenn die Außengrenzen verletzt werden, bedeutet das natürlich, wenn man die Karte vom 27.10.1918 genau betrachtet, dass Polen ein geteiltes Land ist, weil auf der kaiserlichen Karte Polen als Staat nicht existiert hat. Polen ist in dem Jahre 900 ungefähr gegründet worden und seine Außengrenzen waren zu keinem Zeitpunkt stabil, sondern wurden durch Kriege, teilweise auch durch Vernachlässigung der Regierungskunst, immer von außen beeinflusst bzw. Eroberung zurückgeschlagen. Der Kaiser hatte mit dem Land schon immer ein Problem und hat gesagt, okay, wenn ihr friedlich zusammenleben wollt, gebe ich euch ein Selbstverwaltungsrecht. Und so hat er dafür gesorgt, dass die Polen in ihrem Gebiet, was man heute als Polen kennt, weitgehend freie Hand hatten in der öffentlichen Versorgung und in der Organisation von Ruhe und Gesetz. 1938 kam es in den Gebieten von Katowice zu Säuberungsaktionen, indem man teils Polen, teils auch Deutsche aus diesem Gebiet vertrieben hat. Ich möchte den Namen des Hauptmanns von Katowice jetzt hier nicht nennen, um nicht in die rechte Ecke gestellt zu werden. Das kann jeder bei Google selber herausfinden, wer in Katowice die Schlechtereien verursacht hat und wie er sich bis zu seinem Tod vor einigen Jahren in der Öffentlichkeit dargestellt hat, als Opfer. Tatsächlich war er ein Täter. Das kann ich beantworten, weil die Beweislage erschütternd ist in diesem Fall. Aber es ist nicht nur in Katowice gewesen, es ist auch der Westerplatte gewesen, in allen Gebieten, wo bisher ein gutes Zusammenleben mit den Polen möglich war. Wir haben vor einigen Jahren herausgefunden, dass Polen in eine genauso schlimme Situation hineinmanövriert worden ist wie Deutschland. Wir möchten, dass dort keine Instabilitätszone entsteht. Wir möchten die Polen dazu auffordern, in ihren Gebieten auch einen Verweser zu wählen, der die polnischen Gesetze und die polnischen Vorstellungen ihres Lebens ordnet. Und wenn die Polen für sich beschlossen haben, nicht an der staatlichen Währung bzw. im EU-Währungsraum teilzunehmen, gibt es keinen Grund, sie davon abzuhalten, den Zloty weiter zu benutzen. Ob das im Sinne eines Währungsuntergangs des Euro sinnvoll ist, müssen die Polen entscheiden, nicht wir. Fakt ist, dass die staatliche Währung immer noch die ist, die am 27.10.1918 bestanden hat, sofern dieses Geld im Umlauf war. Das bedeutet, wenn es zur Wiedereinführung der staatlichen Grenzen, der Herstellung des Staates kommt, haben wir ein Problem mit vielen Geldbanknoten, die keine Sicherheitsmerkmale haben. Das heißt, von jedem billigen Kopierer in perfekter Qualität nachgeahmt werden können. Wir haben uns da seit 2 Jahren Gedanken gemacht, wie man das Problem lösen kann. Die einzige Möglichkeit ist, festzustellen, ob der Schein echt ist und dann im Lotterieverfahren im Umfang des Austausches von verschissenen Banknoten gegen Feingold zu ersetzen, weil das die einzige Umrechnungsmöglichkeit ist. Es gibt zu jedem Geldschein der kaiserlichen Regierung einen Umrechnungskurs in Feingold und es gibt
zu Feingold, ein Umrechnungskurs in Euro und alle frei konvertierbaren Währungen. Das heißt, die Übergangsregierung muss sich Gedanken machen, wie sie mit dem Problem umgeht, denn der Kaiser hat die Goldbindung nicht aufgehoben. Die gilt bis zum heutigen Tag. Um eine stabile Regierung herbeizuführen, kann man leider mit der kaiserlichen Mark heute nicht mehr handeln. Und die Vorstellungen gehen dahin, zu sagen, dass in den Gebieten, die in Deutschland Bundesstaaten umfassen, in mindestens einem Bundestagswahlkreis eine Wahlkommission sein soll, die komplett von einem kaiserlichen Bundesstaat umschlossen sein muss. Und dann per Amtshilfe für alle, die in diesem Bundesstaat leben, gültige Ausweisdokumente zu Wahlzwecken erzeugen. Ich betone nochmal, zu Wahlzwecken. Das ist nicht beabsichtigt, irgendwelche hoheitlichen Rechte abzuleiten, bevor nicht ein erfolgreicher Verweserwahl erfolgt ist. Der Verweser muss die Wahlkommission nämlich erst entlasten. Erst durch die Entlastung wird die Tätigkeit eines Notstandsleiters zum Gesetz. So steht es im Notstandsgesetz. Das heißt, man kann sich das so vorstellen wie bei einem Verkehrsunfall. Es kommt zum Unfall. Der Erste, der am Unfallort eintritt, hat die Pflicht, den nachfolgenden Verkehr von den weiteren Unfallfolgen zu schützen, und dessen Anweisungen haben erstmal Vorrang. Und wenn er anweist, dass keine Gaffer oder Polizeier den Rettungskräften im Weg stehen darf, dann hat es erstmal dieselbe Wirkung, als wenn es ein Polizist verfügt. Und zwar so lange, bis der wirkliche Notstandsleiter, Oberkommissar, was auch immer, dort eintrifft und dann die weitere Behandlung übernimmt. Und die Versicherung dann sagt, der war schuld oder der war schuld, und das müsste dann der Richter klären. Und dann kommt die Entlastung, ob das, was der Notstandsleiter verfügt hat, korrekt war oder nicht. Und wenn das nicht korrekt war, muss man natürlich für seine Fehlentscheidung einstehen. Da muss man natürlich sehen, hat er die Möglichkeit, sich korrekt zu verhalten, hat er korrekte Informationen, hätte er es wissen müssen. Und aus diesem Grund sind wir immer dahin gekommen, die Behörden über die Rechtslage zu informieren. Und es gab Vereine wie die Antonio Amadeo Stiftung, die Bestrebungen unserer Bürgerrechte diffamiert hat und die Gemeinden belogen hat, was die Geltung der Gesetze betrifft. Die Bundesrepublik hat ganz klare Regeln verfasst, wie mit dem Reichsgesetzgeber umzugehen ist. Im Einführungsgesetz zum bürgerlichen Gesetzbuch der Bundesrepublik ist verfügt, dass das Reichsrecht weiter gilt, sofern zum damaligen Zeitpunkt keine Aufhebung erfolgt ist. Es ist keine Aufhebung erfolgt. Am 27.10. wurde nichts verfügt. Die Verfügung vom 28.10. enthält nicht das kaiserliche Siegel, ist demzufolge ungültig und die Abtretung des Kaisers nicht erfolgt. Als der Kaiser im Sommer 1941 gestorben ist, hat er die Regierungskraft nicht an Hitler übergeben und die Bundesrepublik ist nicht berechtigt, eine nationalsozialistische Staatsangehörigkeit Deutsch zu Wahlzwecken missbrauchen. Dass der Hitler 1934 und 1938 seine NSDAP dadurch bevorteilt hat, dass er ihnen besondere Rechte auferlegt hat, ist dem Krieg geschuldet. Er hat versucht, die gespannte Lage zu entkräften und hat versucht, Ruhe ins Land reinzubringen und seine nationalsozialistische Partei, also seine Gefolgsleute, besser zu stellen wie den Rest. Dass das natürlich keine Chance hat, weil man keine gesetzgeberische Kompetenz hat, ist uns heute klar. Es bestehen erhebliche Zweifel, ob er wirklich in allen Punkten einen Friedenswillen hatte. Man kann das an einer Stelle festmachen, nämlich an der Bombardierung von Dresden. Er hatte die Befehlsgewalt über die Flak und hat der Flak untersagt, die anfliegenden Bomben runterzuschießen. Da muss man sich fragen, in welchem Interesse hat er gehandelt. Das hat dazu geführt, dass Dresden nahezu komplett vernichtet wurde. Und in Dresden haben sich zu dermaligen Zeitpunkt Flüchtlinge aus den Ostgebieten befunden. Dass es ein Kriegsverbrechen ist, müssen wir ja nicht diskutieren. Dass es im Nationalsozialismus Kriegsverbrechen gegeben hat, müssen wir nicht diskutieren. Dass die Rote Armee Kriegsverbrechen begangen hat, müssen wir auch nicht diskutieren. Und was am Rheinwiesenlager passiert, das müssen wir auch nicht diskutieren. Das ist ziemlich gut gesichert und die Zahlen sind ungefähr abschätzbar. Es nützt aber nicht, wenn wir uns in der europäischen Gemeinschaft gegenseitig die Toten aufrechnen, sondern wir müssen darauf Sorge tragen, dass die, die heute leben, in Frieden und in Einklang und in gesellschaftlichen Ausgewogenheit leben können. Und das bedeutet, dass niemand in diesem Land, wenn er eine zu schmale Rente hat, in irgendwelchen Müllkübeln rumwühlen muss. Weil das Geld ist da, es wird nur falsch verteilt. Niemand der Politiker hat das Recht, jemanden so zu verarmen, weil er nur Notstandsleiter ist, dass er nicht mal seine einfachen Bedürfnisse decken kann. Es ist für viele kinderreichen Familien unter Hartz-IV-Bedingungen nicht möglich, angemessen für ihre Arbeitskraft, die sie einbringen, entweder als Hausfrau oder als Werktätiger, zu leben. Und das ist ein unmöglicher Zustand. Und dafür ist auch kein Notstandsleiter entlassbar. Die Hartz-Gesetzgebung stammt nicht vom gesetzlichen Gesetzgeber.
Und die Sozialgesetzgebung ist immer noch vom Kaiser und gültig. Und die besorgt, dass die einfachen Bedürfnisse des einfachen Lebens warmdrucken sicher einzuhalten sind. Man muss der DDR, trotz dass sie eine Diktatur war, zugestehen, dass sie das jedem ermöglicht hat. Und wenn die DDR ohne eine frei konvertierbare Währung jedes Wirtschaftsgut selbst hergestellt hat, um einigermaßen alles abzudecken, außer Bananen, da muss man sich fragen, wenn die das geschafft haben, warmdrucken und sicher alle unterzubringen, warum das die Bundesrepublik mit einer internationalen Staatengemeinschaft nicht hinkriegt. Und ich denke, es liegt nicht am Wollen, sondern nicht am Können, sondern am Nichtwollen. Und daran müssen wir alle mitwirken. Und ich fordere alle sogenannten Reichsbürgerbewegungen oder Freistaatenwiederorganisierer oder Realitätsverweigerer oder Aussteiger auf, sich zu überlegen, ob das, was sie heute tun, ihnen selbst und unserer Gesellschaft dient. Ich habe erhebliche Zweifel daran, wenn jemand alle Gesetzgebungen in Frage stellt, ob er nicht auch die Gesetzgebung des Kaisers in Frage stellt. Denn er hatte auch eine Zivilprozessordnung, er hatte auch ein Strafgesetzbuch. Und Katharina die Große hat nicht ohne Grund ein BGB geschaffen, was in der ganzen Welt als einzigartig und als Blaupause aller Verfassungen galt und bis heute gilt. Man kann sich die Gesetzgebung der ganzen Welt angucken, dort tauchen überall die Formulierungen des bürgerlichen Gesetzbuchs auf, wie Katharina die Große das verfasst hat. Und wir sollten diesem Respekt zollen und die Gesetzgebung des Kaisers nur dann ändern, wenn es notwendig erscheint. Dann gibt es Grund, es gibt keine Möglichkeit, die Verfassung von 1871 direkt umzusetzen, weil im Rustat bereits steht, wer die in der kaiserlichen Marine gedient hat, die Staatsangehörigkeit verliert. Das würde aber dem Willen widersprechen, die Handlungsfähigkeit des Staates wiederherzustellen. Das heißt, hier muss eine Änderungsgesetzgebung her und die Staatsangehörigkeit an dieser Stelle neu geregelt werden. Wir haben heute andere Vorstellungen davon, wie man zusammenlebt und wie man sich auch als Patriot, deutscher Patriot oder auch als Freiheitskämpfer positioniert. Ich habe heute früh, kurz nachdem der Wecker geklingelt hatte, eine merkwürdige Begebenheit. Ich bin aufgewacht und hatte in meinem Herzen eine Stimme gehört. Und die hat gesagt, welches Geklimper hörst du dir eigentlich an? Und die erste Antwort aus meinem Herzen war, müsste klingeln über mein Handy. Aha. Und du willst den Deutschen erklären, dass sie den Kaiser wieder haben wollen, dass sie Recht und Gesetz einführen und du tust dir so einen Klingelton an jeden Früh. Ich glaube, ich habe mich an dem Tag, also heute früh, noch nicht so beschissen gefühlt wie sonst. Also ich habe mich wie ein Bettensicher gefühlt. Warum machst du denn das? Ich sage immer, ohne Lügen, keine Kompromisse und an der Stelle eierst du rum. Da habe ich natürlich angefangen, bei YouTube den Klingelton unserer Staatshymne zu suchen. Halt ihren Siegerkranz. Hätte ich als Klingelton installieren können. Aber das war nicht die Stimme, die ich da gehört habe, nicht dazu geeignet, mich zu demütigen. War mich daran zu erinnern, dass ich nicht in meinem eigenen Namen hier stehe, sondern dass ich auch nur eine Vertretung dessen mache, was unser Schöpfer vorgesehen hat. Dass man in der Not zunächst erstmal dem Kaiser die Treue schwört und nicht anfängt, wegen dem Dackel oder wegen irgendwelchen privaten Befindlichkeiten zu sagen, ich habe Angst, ich will mich nicht in die Öffentlichkeit stellen, ich will das alles nicht und es geht doch uns allen gut und wir haben doch alles. Ja, wir haben es noch, aber wir haben es vielleicht nach dem 28.10. nicht mehr. Und die Leute, die sich hier zusammengefunden haben und den Mut aufgebracht haben, hierher zu kommen und die Kilometer zu verfahren, denen kann ich nur Respekt zollen. Und da habe ich nicht das Recht, mein eigenes Programm durchzuspielen, sondern ich muss dafür sorgen, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen das tun, was der Kaiser an unserer Stelle getan hatte. Und nicht ohne Grund hat er sich nicht in Versailles krönen lassen. Er hat die Franzosen, der Kaiser Wilhelm II., nicht gedemütigt, indem er sagt, ich rufe jetzt meine Krone im Spiegelsaal von Versailles aus. Sondern der hat gesagt, ich will protestantisch gekrönt werden und ich will dieses Land mit den Möglichkeiten, die es hat, voranbringen. Er hat damals ein Monopol errichtet für Telefunken, um die Telekom und die Rundfunksache voranzubringen. Und das ist das, was die Telekom heute missbraucht, um uns zu erzählen, dass wir GEZ brauchen und dass wir irgendein ein Monopol über Bahn oder Telekommunikation haben. Es hat nur Telefunken ein Monopol und das ist ein echter Staatsvertrag und die GEZ kann über sowas nicht verfügen. Auch ein Freistaat kann keine Staatsverträge ausfertigen. Staatsverträge werden üblicherweise auch nur zwischen Staaten geschlossen. Man sieht also, dass die Bundesrepublik hier ihre Kompetenzen überschreitet
Sie ist sicherlich selbsternannte Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, aber sie kommt ihrer eigenen Gesetzgebung, nämlich das Grundgesetz, nicht nach. Das sieht man sehr schön am Ordnungswidrigkeitsgesetz, dessen Geltungsbereich gelöscht ist. Und wer von uns hat mit überhöhter Geschwindigkeit in einem Flugzeug oder in einem Schiff, das das Bundeswappen trägt, eine Geschwindigkeitsüberschreitung begangen, also mit 100 Kilometer pro Stunde übers Deck geschossen oder im Flugzeug geparkt? Sondern das sind alles Missbrauchssachen, die hier passieren. Dass es natürlich Ordnung und Sicherheit geben muss, ist klar. Aber man hätte auch natürlich die Gesetzgebung anwenden können, die für den Verkehrsvergehen im Kaiser vorgesehen wurden. Da gab es nämlich auch, man durfte nämlich damals keine Hühner erschrecken. Und man muss also dann überlegen, wie man die Gesetzgebung aus dem Kaiserreich heute so anwendet, dass man mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, und den rechtlichen Komfort, den sie damals hatten, nämlich Rechtssicherheit, eine wirkliche Anwendung der Vertretung, einen gesetzlichen Richter, das Beste nach Wissen und Gewissen für jeden Kläger und Verklagten gefunden hat. Heute ist es so, dass alle Anwälte der Bundesrepublik der sogenannten Bar Association verstehen, die deren Rechte und Vorstellungen von Gewinnmaximierung erfüllen. Und das hat nichts mit ordentlichen gesetzlichen Richtern zu tun, die uns nach Genfer Konvention zustehen. Und an dieser Situation muss sich grundlegend was ändern, weil die Bundesrepublik hat die Genfer Konvention unterschrieben und die hat die Menschenrechtskonvention unterschrieben. Also muss sie sich an diese Gesetzgebung halten. Und da kann nicht die Frau Merkel hintreten und sagen, wir werden eine gemeinsame Lösung finden. Nein, wir werden die optimale Lösung anwenden, nämlich die für Recht und Gesetz sorgt. Eine Möglichkeit, das zu machen, haben wir heute, indem wir eine Wahlkommission auf den Weg bringen, die im ersten Bundesland und im ersten Bundestagswahlkreis verortet ist, der komplett von dem kaiserlichen Bundesstaat umschlossen wird. Und dann werden wir Regelungen finden, wie das in allen anderen Wahlkreisen der Bundesrepublik auch noch passiert. Aber dazu müssen wir uns bewegen. Und dazu muss auch jeder einen Beitrag leisten, dass wir ein Rundfunksystem auf den Weg bringen kann, was wir mit Kaiserrundfunk.com angefangen haben, damit wir wirklich erfahren, was mit diesem Land nicht stimmt. Denn Täuschung im Rechtsverkehr macht jeden Vertrag nichtig. Und Betrug sorgt auch nach der bundesdeutschen Gesetzgebung dazu, dass deren angebliche Beamte aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen sind. Wer also der Meinung ist, dass er die Gesetzgebung der Bundesrepublik in dem öffentlichen Amt nicht beachten muss, ist im Irrtum. Die Gesetzgebung der Bundesrepublik erlaubt es sehr wohl, Angestellte des öffentlichen Dienstes fristlos zu entlassen, wenn sie die Gesetzgebung, vor allen Dingen das Grundgesetz, missachten. Man kann gespaltener Meinung sein hinsichtlich des Geltungsbereichs des Grundgesetzes. Aber das Grundgesetz ist nichts anderes als eine notstandsrechtliche Anordnung, die derjenige erlassen hat, der die Waffen hat. Jetzt ist mal die Frage, werden die Waffen in diesem Land dazu missbraucht, um Willkür zu betreiben? Ich würde sagen, ja. Denn wenn Vollstreckungsbescheide nicht vom gesetzlichen Richter bzw. jemand unterschrieben ist, der für Recht und Gesetz sorgt und die Waffenanwendung dazu dient, um Leute auszuplündern, zu verletzen oder gar dazu führen, dass Staatsoberhäupte, denen die Position zusteht, mit der Kettensäge angegriffen werden dürfen und möglicherweise sogar straffrei ausgehen, dann kann in diesem Land irgendwas nicht stimmen. Dann ist Plünderung am Laufen und Plünderung ist nach Hager Landkriegsordnung verboten. Plünderung ist, wenn nicht der gesetzliche Gesetzgeber am Werk war. Und es ist nicht der gesetzliche Gesetzgeber am Werk, wenn eine Ladung vor dem Gericht der Bundesrepublik nicht unterschrieben ist. Da befinden wir uns in der Vorverhandlung, freien Handelsrecht, was auch immer, aber es hat nichts mit der Gesetzgebung zu tun, die im Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz steht. Oder beziehungsweise Artikel 20.3. Hier müssen wir also eine grundsätzliche Regelung treffen und da ist auch die heutige russische Föderation gefragt, die Verantwortung dafür hat, dass die Sowjetunion die Rechte und Pflichten an Frankreich abgetreten hat, die sich überhaupt nicht dafür interessieren, dass hier Recht und Gesetz eingehalten werden. Und das richte ich vor allen Dingen an den Präsident Hollande, der die letzten Jahre sich überhaupt nicht darum gekümmert hat, was hier in dem Land abgeht. Die Leute haben weiterhin an die russische Föderation, an die Botschaft, an den Herrn Krinin, außerordentlichen bevollmächtigten Botschafter, Militär, besatzungsrechtliche Beschwerden geschrieben, die sind bislang unbearbeitet. Nach der Verfahrensweise, die damals mit der Sowjetunion abgesprochen ist, ist Krinin verpflichtet, sowohl eine Kopie nach Moskau zu schicken, als auch dafür zu sorgen, dass Frankreich seine aktive Rolle mit der Erfüllung des
russischen Mandates gerecht wird. Und er hat alle Richter abzumahnen, die über ihre Kompetenz, nämlich für zwischenzeitliche notstandsrechtliche Rechte und Gesetze zu sorgen, darüber hinausgestiegen sind und haben sich in Geheimlogen darüber abgesprochen, wie hier Gesetze gesprochen werden. Es ist nicht nachvollziehbar, wie ein Richter innerhalb von 5 Minuten ein 4-seitiges Urteil verfassen kann, das einigermaßen fehlerfrei begründet und niedergeschrieben ist und davon sagt, er hätte das jetzt in seinem Hinterzimmer verfasst. Auch die Weltrekordhalterin im Maschinenschreiben ist nicht in der Lage, das in so kurzer Zeit niederzuschreiben. Also muss man davon ausgehen, dass die Gesetze, die in der Bundesrepublik zustande kommen, beziehungsweise die Rechtsprechung, die darauf dann aufbaut, nicht nach Recht und Gesetz verläuft, sondern die Urteile im Vorfeld von anderen Leuten gesprochen werden. Ein deutlicher Hinweis, dass das so passiert, hat Seehofer gegeben, indem er gesagt hat, dass diejenigen, die gewählt sind, nichts zu entscheiden haben und die entscheiden, nicht gewählt sind. Und was hier passiert ist, haben einige Leute aufgedeckt, indem sie die letzten Jahre der DDR mal die Gesetzgebung untersucht haben und haben festgestellt, dass zu den Gesetzen, die die DDR erlassen hat, keine Aufhebungsgesetze gab. Und damit ist naheliegend, dass hier in der Bundesrepublik heimlich die Gesetze der DDR angewendet werden, ohne dass wir den Schutz der Staatsbürgerschaft der DDR haben und die DDR sich verpflichtet hat, keine Öffentlichkeitsdarstellung zu machen, sodass der Eindruck entstanden ist, wir der DDR ist der BRD beigetreten. Man muss dazu wissen, dass die DDR von 2 internationalen Staaten als Staat anerkannt wurde und die BRD selber immer nur als BRD. Und um dem rechtlichen Stand und der angeblichen Rechtssicherheit zu dienen, hat man wahrscheinlich Geheimabkommen getroffen, die dazu führen, dass man weder in die Rechte und Pflichten eines DDR-Bürgers eintreten kann, weil man die Ausweise alle ungültig gestempelt hat, noch dass die Gesetze der Bundesrepublik eingehalten werden, weil sie per Geheimhaltungsabkommen suspendiert wurden. Anders ist nicht zu erklären, dass sich die öffentlichen Behörden der Bundesrepublik an die Gesetze nicht halten. Wenn man dieser Logik folgt, und die macht auch Sinn, dann muss man feststellen, dass hier Betrug begangen worden ist. Denn wenn wirklich die Freistaaten der Bundesrepublik beigetreten sind, hätten sie das erst nach ihrer Gründung tun können. Und die Gründung der Freistaaten ist erst am 14.10.1990 passiert. Und auch wieder die Wiedervereinigung am 3.10. Es gibt Abkommen zum Milliardenkredit der DDR, wonach der Unterhändler 10% dessen, was da ausgeschrieben wird, als Provision einstreicht. Es wurden nicht 1 Milliarde an die DDR verliehen, sondern 6 Milliarden. 6 Milliarden ist die Summe, die bei der Wiedervereinigung aufaddiert worden ist. 624 Milliarden ist die Summe, die für die BRD am Tag der Wiedervereinigung zu Buche gestanden hat. Wenn man jetzt hochrechnet, dass von 6 Milliarden 10% der Unterhändler erhält, das ist Franz Josef Strauß Sohn, der die Verhandlungen geführt hat, ist er vor einigen Jahren mit 600 Millionen erwischt worden, wie er die wieder einzahlen wollte bei irgendeiner Bank. Dann haben sie sich also dafür nicht bestraft worden, aber die Mathematik lehrt, dass 10% von 6 Milliarden 600 Millionen sind. Und der Betrag auffällig stehen gleich, den er da in die Bank einzahlen wollte. Das ist meiner Ansicht nach Geldwäsche und es gibt kein Gesetz, was das zu einem gültigen Vertrag macht, denn die Volkskammer hat das nie verhandelt und den entsprechenden Haushaltsplan in dieser Sache auch nie verabschiedet. Man weiß, dass von den 6 Milliarden 2 Milliarden alleine die Stasi verbraten hat durch ihren Überwachungsstaat und lediglich 2 bis 4 Milliarden in der Wirtschaft angekommen sind und die waren auch zwingend nötig. Wir wissen, dass die DDR in einem starken Winter erhebliche Probleme hatte mit D-Mark, entsprechende Geräte und Ausrüstung zu beschaffen und die öffentliche Energieversorgung wieder anzukurbeln. Das ist in 2 schlimmen Wintern gewesen und dort waren erhebliche Aufwendungen in D-Mark nötig. Und wenn man sich überlegt, was die DDR durch einen Zwangsumtausch an D-Mark eingenommen hat und dass die Abkommen zur Ausgabe der D-Mark heute immer noch gelten, muss man sich fragen, warum wir heute nicht in D-Mark bezahlen, warum wir Euro haben. Die Volkskammer konnte dem Euro-Beitritt ja nie zustimmen. Also ist es nicht passiert. Und wir brauchen dringend eine Währung, die auch einen Euro-Untergang überlebt. Und wir in der Friedensbewegung haben uns Gedanken gemacht, was die Lösung wäre. Meiner Ansicht nach gibt es nur eine Währung, die hinreichend mit Gold gedeckt ist, das ist Schweizer Franken. Und es gibt keinen Grund, warum wir in den Gebieten, die sagen, wo die Bevölkerung mehrheitlich dafür stimmt, dass in diesen
Gebieten wieder Recht und Gesetz herrschen, dass die übergangsweise bis zur Wiederherstellung in der kaiserlichen Mark allen Sicherheitsmerkmalen in Schweizer Franken als Zahlungsmittel akzeptieren. Sollte der Euro untergehen, würde das nur dazu führen, dass der Schweizer Franken einen anderen Umtauschkurs kriegt, weil der Zwangsumtausch zwischen Euro und Schweizer Franken aufgehoben worden ist. Alles, was wir machen müssen, ist das Grundgesetz anwenden. Im Grundgesetz steht, alle Macht geht vom Volk aus, und wenn das Volk sich einig ist, dass von seiner Regierung betrogen worden ist durch Geheimabkommen und Zusatzabkommen, die nicht in der Öffentlichkeit, sondern nur noch im Giftschrank des Bundestages zu finden sind, und man alle verfolgt haben, die da reingeguckt hat, inklusive dem Rechtsgutachten, was die die Abkommen nach der 1945 bis 1949 betrifft, wo es die Dissertation gab, was allerdings nicht dazu geführt hat, dass die Enteignungen rückgängig gemacht worden sind. Wir haben einen aktuellen Fall in Thüringen, wo also der Bürgermeister behauptet, er wäre im Besitz des Schlosses, aber alles, was er vorweisen kann, ist die Tatsache, dass 1945 mit Waffengewalt die Adligen dort von ihrem Land vertrieben worden sind. Und er maß sich an, heute das als sein Eigentum und das Volk zu streuen und zu verkaufen. Das ist Handel mit Hehlerware, ganz klarer Fall. Wenn er das nicht gewusst hat, kann er die Rechtsstellung dadurch vermeiden, mit Hehlerware gehandelt zu haben, indem er einfach sagt, der Eigentümer ist nicht zu ermitteln. Und es gilt das, was zuletzt im Kataster in der Wilhelmstraße 1 stand. Und dort stehen die ursprünglichen Erwerber drin. Ja. Nach BGB ist aber der gutgläubige Erwerber, der also im bundesrepublikanischen bzw. DDR-Umfeld ein Grundstück oder ein Haus eines Adligen erworben hat, zunächst erstmal der Besitzer. Und es ist dann die Kunst unserer, ich hoffe mal, bald gewählten Regierung nach staatlichem deutschem Recht, eine gütliche Einigung zwischen Nutzung und Eigentumsrechten zu finden. Es gibt ein paar Ideen, ich möchte darüber aber noch nicht reden, weil Grundstücksspekulationen die Sache nur erschweren. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Lösung, die wir bereits erarbeitet haben, tragfähig ist und auch umgesetzt werden kann. Weil die heutigen Adligen nicht in der Lage sind, ihre großen Besitztümer mit ihren eigenen Mitteln zu erhalten. Und ich erinnere da an das Schloss Hummelsheim, das ist das jüngste und besterhaltenste Schloss in Europa. Gehört schnellstmöglich ein Konzept her, wie man den Verfall aufhalten. Denn die Bausubstanz besteht aus Sandstein, der durch die jetzigen Witterungen stark angegriffen wird, und es ist abzusehen, dass in den nächsten 10 Jahren nichts mehr davon steht. Und dort müsste neue Technologie her, wie man diese Bausubstanz rettet. Und es ist nicht nur das eine Schloss, sondern es sind fast alle Schlösser in Thüringen, weil der Freistaat nicht in der Lage ist, die Kosten abzubringen. Und wir haben aber eine Verantwortung, zumindest gegenüber den Adligen, die am Putsch gegen den Kaiser nicht beteiligt waren. Und da müssen wir eine Regelung finden, wie die ihre Schlösser wieder zumindest als Repräsentanten bewohnen, aber insofern Unterstützung bekommen, dass ihr Anwesen nicht völlig verfällt. So, das sind die Vorbetrachtungen. Wir werden jetzt in den internen Teil unserer Gründung der Wahlkommission einsteigen. Wir bitten die Zuschauer dieses Videos, sich noch etwas zu gedulden, bis unsere Satzung steht und die jenischen Mitarbeiter sich dazu auch mit einem Amtseid und mit einer entsprechenden Amtseinführung dann in der Öffentlichkeit präsentieren wollen. Wir möchten nämlich nicht, dass die privat aufgelauert werden, und deswegen werden wir die Gründungsveranstaltung außerhalb unserer Videoübertragung machen und werden euch dann nach der Wahlanfechtungsfrist informieren, was wir herausgefunden haben und wie wir die Wahlkommissionen dann in der Öffentlichkeit darstellen wollen. Wir haben festgelegt, dass die Öffentlichkeitsdarstellung nur durch den Bundesvorstand erfüllt wird und eine entsprechende Pressemitteilung wird dann auch noch erfolgen. Wir sind alle auch dazugekommen, wir müssen uns positionieren und wir versuchen eine Lösung zu finden, dass auch diejenigen Leute, die im guten Glauben hier in der BRD an Recht und Gesetz geglaubt haben, aber dann doch nicht Recht und Gesetz umgesetzt haben, dass die nicht wüden Wutvolk zum Opfer fallen. Man kann verstehen, dass er natürlich, dass bei denen eine Welt einbricht, aber es ist nicht unsere Aufgabe, diejenigen zu schützen, die mit Absicht Recht gebeugt haben, weil sie es wussten und weil sie sich in der Loge organisiert haben und dort einen Schwur geschworen haben, dass sie der Loge mehr dienen als uns, also dem Arbeitgeber. Das Volk ist der Arbeitgeber der öffentlichen Verwaltung. Wir sind nicht deren Sklaven. Und die öffentliche Verwaltung ist auch nicht unser Sklave. Über uns ist nur der Himmel
und unter uns sind keine Sklaven. Und in diesem Sinne sollten wir alle miteinander umgehen. Ich danke euch.